Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von meinem Kanal, nämlich Project Zero 2 Crimson Butterfly. Nachdem wir ja vor gefühlten Ewigkeiten den ersten Teil gespielt haben, dachte ich mir, ich sollte mal den zweiten Teil spielen. Genauso wie beim ersten Teil werde ich auch wieder die Kamera aktivieren, nachdem sie jetzt in der Zwischenzeit wieder geht. Kurzzeitig ein paar Sachen zu erledigen, beziehungsweise ja, man sieht, ist nicht mehr alles da, wo es mal war. Beziehungsweise sind wir umgezogen in der Zwischenzeit. Das wird schon. Das sollte nicht funktionieren. Hoffe ich mal. Ton dürfte, glaube ich, ein Ticken lauter sein. Ich hoffe, das passt so. Das muss ich noch mal ändern. Das ist genommen. Ja, das hat's mir nicht übernommen. Ich. Gibt's auch wie immer zwei Löser nach hier und allem. Na gut, starten wir mal mit einem neuen Spiel. Ich hoffe, ich muss die Kamera auch nachher nicht noch umsetzen. Ich darf nochmal spielen. Ich weiß nicht mehr, im ersten Teil war das sehr kontraproduktiv. Okay, ich nehme die Herausforderung an. Das kann ja nur genauso schlimm werden wie ja, im ersten Teil. Didn't we always promise each other that we would always be together? We used to play here all the time. Yeah. All of this will be gone soon. Is your leg okay? Does it hurt? It does a little, but I'm fine. Mia? Yes? Never mind. Mayu, about that time back then. Mayu? Thank you.
Spannend. Werden dann wieder ins Spiel reingeworfen, ohne viel Erklärung. Scheinbar müssen wir die Schwester suchen. Ganz kurz kann ich hier. Vielleicht das Bild irgendwie ein bisschen heller machen. Es wird nicht gerade ein Ticken sehr dunkel. Scheinbar nicht. Ich muss trotzdem zugeben, dass das auch wieder ein Spiel von eher Anfang 2000 ist, war die Cutscene jetzt trotzdem relativ gut gemacht. Okay. Manche Grafiken sind halt auch gefühlt zeitlos. So wie das Gras hier. Das könnte man schon fast als Retro bezeichnen. Und so ein bisschen pixelig ist. Mal schauen, wie viele wirkliche Rituale hier wieder auf uns warten. Mayu? A lost village. I've heard about this place. A long time ago, there was a village here that disappeared during a festival. People who get lost in the woods are trapped by the village. Could this be that place? Okay. Wie klein ist Flossendorf? Können wir die interagieren? Nicht wirklich. Ja, was mit Objekte. In der Dunkelheit siehst du gerade noch einige Häuser. Im Dorf scheint niemand zu sein. Ja, ich dachte schon kurz, wir würden hier schon das erste Ritual sehen. So einfach wird es dann doch nicht gemacht. Die Schutzgeist der Stadt scheint Zwillinge darzustellen. Es scheint im Dorf viele solche Statuen zu geben. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich. Hier im Menü. Und zurück. Damit denke ich schon ein bisschen was auf der Seite. Es ist immer ein bisschen doof. Machen wir das mal hier rüber. Und dann einmal transformieren. Ich glaube,
Hier überdecke ich am wenigsten. Hoffe ich mal. Und außer hier halt die Schrift. Okay. Das werde ich sowieso meistens vorlesen. Das Spiel wirkt halt trotzdem noch immer ein Ticken zu leise, meiner Meinung nach. Ich schau, ob ich das hier noch ein bisschen laut machen kann. Ich hoffe, das passt so. Hat es eigentlich irgendwas hier zu der Oplett? Große Steinsäulen sind wie Klauen um den riesigen Podeststein gruppiert. Vielleicht eine Art Altar. Okay, wir können ein bisschen laufen. Wenigstens etwas. Wir haben noch eine Karte. Es führen zwei Wege von hier weg. Hier lang. Licht ist das Mond. Schwarze Tasche. Es sind einige Blätter und ein Foto. Zeitungsausschnitt. Eine Zeitungsmeldung aus dem letzten Jahr. Landvermesser immer noch vermisst. Zeitungsausschnitt. Vor kurzem, kurz vor dem Beginn der Bauarbeiten am Götterdamm, wird nun Masamune Kimura 26 ein Landvermesser, der die Gegend untersucht, vermisst. Herr Kimura begutachtet die Gegend, die nach Richtung des Damms geflutet wird. Seit 5 Tagen gilt sie als vermisst. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie die im ersten Spiel hießen. Ob die einen Zusammenhang haben mit denen hier. Weiterer Zeitungsausschnitt oder ein kleiner Ausschnitt. Sieht die Fortsetzung des anderen Ausschnitts aus. Die Suche nach Masamune Kimura 26, dem Landvermesser, der seit den 4. diesen Monat vermisst wird, wurde eingestellt. Makimura war mit der geologischen Planung des Götterdamms beauftragt. Seit 10 Tagen gilt er als vermisst. Das Foto eines Mannes und einer Frau ist in dem Artikel befestigt. Bin mir nicht sicher, aber das könnten die aus dem ersten Teil sein. Ja, der war ja Schriftsteller und kein Vermessungsbeauftragter. Du legst die Zeitungsmeldung und das Foto des Paars in deinem Auf. Und diese Fotoskarten können und zu dem Menü Map Punkt Mappe angesehen werden. Who's is this, I wonder? Who else is here? Okay, wenn ich hier allerdings Richtung Dorf runterkomme, geht's dann mit anderen Sätzen lang. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht lang. Ich glaube, das ist ein Gestütz zu bauen. Wenn ich es richtig sehe aus der Ferne. Oder es wirkt nur so. Wir hinlaufen. Ich folge einfach mal an der Wege. Wir dürfen aber nicht so weit weglaufen von Mayo.
Das jetzt gerade nicht. Ich frage mich, ob sich das verändert. Die Hängebrücke wird das sind alt. Ohne Licht ist das wahrscheinlich zu gefährlich. Oder ist einen anderen Weg finden. Over there. Looks like a cemetery. Ja, okay. Zum Friedhof wollen wir hier nicht. Was wir dann nicht weiterkommen, ohne eine Taschenlampe. Should we check out that village? Ja, bin ich schon dabei. Was hier und was hier noch vielleicht noch umsetzen wir in den Kampfgarten oder halt dann die Möglichkeit bekommen zu kämpfen, weil dann wird es eher wichtig sein, wo ich die Kamera positioniere. Ist das die Frau vom Bild? Noch so ein Zwillingsstadt. Okay, es fängt schon gut an mit dem Schockern. What was that?